Für den Haufen hier kriegst du nicht so viel. Ferrari fahren ist sein Ziel, bevor er für Geld mal lobt, tauscht er sich lieber hoch. Und er zahlt gut zu und laus, es ist Timo im Tauschhaus. Ah ja, zahlt gut zu und laus, Timo im Tauschhaus. Herzlich willkommen zum neuen Video von Autosiastik und Tauschrausch, ne? Ja, ich würde sagen, Tauschrausch geht weiter. Die Leute haben drauf gewartet, wir haben drauf gewartet und endlich geht's los. So, es geht weiter. Wir haben ja gesagt, wir gucken rein. Wir hatten natürlich keine Zeit jetzt die ganze Zeit, weil man sieht, wir ziehen um. Dementsprechend müssen wir natürlich in andere Sachen natürlich vor. Jetzt sind wir aber schon dabei, hier den Motor einmal auseinanderzubauen und zu gucken, ob wir das Ding noch irgendwie gerettet bekommen. Wir müssen halt als freie Werkstatt an jedem Auto schrauben, ob einem das gefällt oder nicht, ziehen wir das natürlich durch. Ja, Mattis hat hier schon mal unten die Ölwanne abgenommen, plus, was hattest du da noch rausgenommen? Ja, ich habe die Ölwanne abgenommen, die liegt hier. Ja. Und dann ist das bei dem Motor auch so, dass wir sozusagen eine Backplate haben. Die sitzt nochmal, einmal drehen, sitzt quasi nochmal da über. Das ist im Endeffekt, damit das ganze Öl sozusagen gesammelt wird und auch schön abgestrichen wird von der Kuppelwelle, damit sie das in der Ölwanne sammeln kann. Das ist jetzt soweit ab, damit wir freien Zugriff haben. Jetzt geht es daran, die Pleuellager einmal alle zu machen. Und dann sollten wir auch schon wieder gerade davor sein. Ja, also wir nehmen jetzt erstmal auf jeden Fall auseinander, gucken, was hat überhaupt gefressen. Richtig. Ne, weil irgendwas hat ja gefressen. Das auf jeden Fall. Wir müssen nur gucken, was. Genau. Der Peugeot ist natürlich jetzt nicht unbedingt das beliebteste Schrauberauto, aber Autosiastik schreckt vor nichts zurück. Wir haben die Hauptlager da und die Pleuellager. Alles da. Wir haben die Lagerschalen in der alten Halle noch erneuert. Die waren ein bisschen angefressen, weil halt Diesel in den Motor reingelaufen ist. Wahrscheinlich durch die Regeneration vom DPF. Und dementsprechend gucken wir, wenn wir alles hinbekommen, dann wird der Motor nochmal gereinigt. Ne? Auf jeden Fall. Spülen wir locker 2-3 Mal durch, damit er wieder gerade da waren ist. Da waren ja keine großen Späne. Ne? Also das, was wir in der Wanne hatten, war, wie nennt man das? Ja, das war einfach Abrieb von dem Lager. Minimaler Abrieb. Das, also, das hast du im Öl ein bisschen gesehen, aber es war nicht viel. Und dementsprechend gucken wir jetzt einmal reparieren, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann war es das leider mit dem Auto. Dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen, ob wir nochmal ein Auto kriegen. Und dann gucken wir weiter. Ne? Ja. Ja, wir haben die hier in der Halle, bevor wir das Auto weitergetauscht haben, haben wir nochmal die Injektoren geprüft. Er hatte da nochmal einen Fehler rausgemessen. Wie ihr wisst, haben wir ja schön in der alten Halle die ganzen Pleuellager neu gemacht. Und jetzt läuft er immer noch nicht richtig. Aber wir wissen wahrscheinlich, woran es liegt. Es ist wahrscheinlich ein Injektor und dadurch ist auch der ganze Diesel da reingeschossen. Das heißt, ein Injektor ist wahrscheinlich am Lecken oder was, der leckt dann noch nach. Das heißt, die ganze Zeit kommt Diesel rein in den Motor, dann wird das Öl dünn und dann ist er weg. So, dementsprechend, Injektor muss gemacht werden. Auto läuft aber schon wieder. Ja? Das heißt hier, wenn wir das zeigen. Wie ein Uhrwerk, Alter. Tausch raus, geht weiter. So, Mattis. Neuer Injektor rein. Und Feuer. Attacke! Und los geht's! Also, ich habe das ganze Auto jetzt schon mal ausgelesen, sprich speziell die Zündung noch. Zündung sei schon, ist ein Diesel, Leute. Die Einspritzung habe ich noch mal ausgelesen, habe da mal nachgeguckt, ob er mir jetzt Fehlercode schmeißt, weil vorher hatten wir das Problem, er hat immer keine geschmissen. Jetzt, wo der Motor soweit wieder in Ordnung ist, wir ihn wieder laufen lassen können, habe ich dann auch einen Probelauf gemacht. Natürlich nicht unnötig lange laufen lassen, weil wir wissen, irgendwas ist ja im Argen. Und da, wie man hier sehen kann, hat er mir auch rausgeschmissen, Korrektur der Einspritzmenge, Injektorzylinder 3. Ja.
außerhalb der Toleranz. Sprich, Injektor 3 kann nicht mehr richtig angetaktet werden, nicht mehr in der richtigen Spritmenge. Sprich, er kriegt ihn nicht mehr runtergetaktet. Der haut im Endeffekt so viel Diesel gerade durch, was nicht sein soll und auch nicht sein muss. Ob das aber wirklich so ist, werden wir gleich nochmal mechanisch testen. Das bereite ich jetzt alles mal soweit vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe hier jetzt mal alles aufgebaut. Ich hatte ja schon ausgelesen, Korrekturmenge Zylinder 3. Habe mich jetzt mal schlau gemacht, weil Franzosen, da ist die Zylinderzählung immer ein bisschen anders. Normalerweise ist immer Zylinder 1 gegenüber der kraftabgebenden Seite. Kraftabgebende Seite haben wir das Getriebe, andere Seite Zylinder 1. Die Franzosen machen das aber von der kraftabgebenden Seite aus. Wenn ich mich jetzt richtig schlau gemacht habe, müsste hier Zylinder 1 sein, Zylinder 2, Zylinder 3 und dann haben wir hier hinten 4, 5, 6. Ich hoffe, dass es wirklich so ist, dass hier vorne Zylinder 3 ist, weil wenn es genau umgedreht ist, dann müssen wir da hinten ran und da möchte ich ungern ran. Deswegen habe ich den Versuchsaufbau jetzt mal so weit hier aufgebaut. Wir wollen jetzt die Rücklaufmenge von den Injektoren testen. Der Injektor, der defekt ist, der müsste eine Rücklaufmenge fernab von Gut und Böse haben. Also der muss wirklich so viel Diesel hier durchschieben. Und da werden wir den Wagen jetzt gleich einfach mal starten und dann schauen wir, wie viel Diesel der da durchdrückt. Wir müssen jetzt einmal schauen, ob das alles soweit dicht ist. Und schauen wir mal eben. Genau. Und den Versuchsaufbau, den lässt man jetzt einfach mal so ein bisschen laufen. Den können wir ruhig ein paar Minuten lang laufen lassen. Und dann sollte sich theoretisch schon rauskristallisieren, ob der Injektor defekt ist oder auch nicht. Weil dann muss ich hinten auf jeden Fall nochmal testen, welcher da vielleicht im Argen ist. Man sagt immer so, 2-3 Minuten kann man es locker laufen lassen und dann wissen wir wahrscheinlich schon mehr. So, aber wie wir halt sehen, sind wir überall genau, also ziemlich genau beim gleichen Testergebnis. Wenn wir jetzt mal gucken, sind wir da bei 35, da vielleicht bei 37, da wieder bei 36. Also das ist ein sehr gleichmäßiges Ergebnis. Das ist jetzt natürlich nicht das, was ich sehen wollte. Ich wollte halt sehen, dass die jetzt bei dem Stand sind und der eine halt sich fast ganz gefüllt hat. Weil dann kann man direkt sagen, dass der Injektor kaputt ist. Das ist jetzt leider bei den vorderen drei nicht der Fall. Jetzt geht es morgen an die nächste Instanz, dass ich hinten alles freimachen muss, dass wir da halt die anderen Schläuche ansetzen können. Was nur ziemlich, ziemlich unangenehm ist, weil man hat keinen Platz. Es ist tierisches Fingergebreche, aber auch das kriege ich irgendwie hin. Dann sage ich jetzt erstmal, ja, das ist wow, ein bisschen hastig, ne? Schönen Feierabend, gleiches Video, aber für mich ist es morgen früh. Haut rein. So, wie eben schon gesagt, neuer Tag, neues Glück. Ja, neues Glück. Ja, schon irgendwie Glück. Weil, wenn wir jetzt hier raufschauen, sieht das natürlich alles unterschiedlich aus. Die drei, das sind die vorderen drei, die sind mehr gefüllt. Die drei sind die hinteren. Da ist ja total wenig drin. Das ist aber mir zu verschulden, weil einmal der Schlauch abgerutscht ist. Deswegen habe ich danach nochmal einen Probelauf gemacht, habe mir vorher gemerkt, wo natürlich die ganzen Stände sind. Aber was soll ich sagen? Die Rücklaufmenge bei allen Injektoren ist nahezu identisch, also wirklich komplett zu vernachlässigen. Deswegen werde ich das jetzt alles mal zusammenbauen, werde die Fehler mal löschen, dann werde ich mal auf eine ausgiebige Probefahrt gehen, mir dabei die ganzen Live-Daten nochmal angucken. Ich glaube aber fast, aufgrund dessen, dass hier alles auseinander war, dass vielleicht irgendein Stecker immer nicht richtig saß und er deswegen den Fehler sozusagen noch im eigenen Speicher hatte. Genau deswegen werde ich alles zusammenbauen, noch eine Probefahrt machen, mir die Live-Daten angucken. Aber ich denke, dass alles in Ordnung ist. Da wird ein undichter Injektor gewesen sein oder sowas. Aber dadurch, dass alles schon raus war, alles abgedichtet wurde, ist das eigentlich keine Baustelle mehr. Also war das im Endeffekt ein alter Fehler, der uns den Motor sozusagen die Lagerschalen kaputt gemacht hat. Aber die sind jetzt alle wieder neu. Der Motor läuft auch echt, echt gut. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was dann die Zukunft bringt. Also es ist wirklich viel Zeit und viel Geld reingeflossen. Ich kann zu 100% sagen, das Auto hat sich nicht gelohnt, aber man muss halt auch mal einstecken können. Das heißt, wir haben das Projekt gestartet. Und ich habe vielleicht, hätte ich ein einfaches Auto aussuchen sollen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist auch völlig egal. Das Auto ist repariert, es ist alles fertig. Jetzt kann das Auto getauscht werden. So, Auto ist gefahren worden. Alles ist tippitoppi, alles ist dicht, alles ist wunderbar. Das Auto läuft, keine Probleme, nichts mehr. Und wir haben einen Tauschpartner gefunden. Endlich, endlich. So lange, lange. Ja, wie lange haben wir gewartet auf alles, ne? Die Reparaturen, das ist ja alles, hat sich so in die Länge gezogen. Es tut uns auch wirklich leid, aber ihr seht, Gebäude, alles, dies, das, jenes, war keine Zeit. Jetzt ist es soweit und Phil und ich machen uns jetzt auf den Weg zu unserem neuen Tauschobjekt. Und seid gespannt. Das ist
Nichts Spektakuläres, aber wir tauschen jetzt einfach mal, ne? Tauschgeschäft ist vielleicht nicht das Einfachste, aber es ist trotzdem mit das Lustigste und Spannendste von allen, weil man kriegt Unmengen an Angeboten von Fahrzeugen und man muss sich am Ende ja irgendwo entscheiden und gucken, welches Fahrzeug könnte für den nächsten Tausch gut sein. Auch wenn wir jetzt mit dem Peugeot, nehmen wir mal jetzt den Rückschlag mit dem Peugeot in Kauf und sagen, wir haben viel Arbeit, viel Zeit, also viel Zeit und viel Geld reingesteckt. Man muss mit Rückschlägen im Leben halt leben und dementsprechend müssen wir jetzt halt mit dem Rückschlag leben und ein Auto nehmen, was nicht den gleichen Wert hat von dem, was wir da reingesteckt haben. Moin. Moin. Moin, Niklas. Er hält einfach drauf, ne? Ja, das genau. Davon nicht beeinflussen. Alles klar. Hast du schon mal gestartet, oder? Nee, ich bin echt original seit 2 Minuten hier in die Dusche und ich muss ja nach der Arbeit direkt die Reifen holen. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Aber siehst du, ne? Der Nebler ist noch drin. Ja. Das ist echt nur dieses Scheißgitter hier. Ne? Nicht anfassen, Digga. Bei Tieren immer nicht anfassen. Wieso? Tollwut. Ja? Ja, ja. Echt jetzt? Ohne Scheiß? Das war ein Hase. Bei Wildschäden nie. Okay, ja, gut anfassen. Zu wissen. Immer nur mit Handschuhe oder okay. Was? Ne? Gut zu wissen. Ja, wie gesagt, ne? Das ist die ja. Kleine Ecke. Und ansonsten hat er eigentlich nichts. Ja. Wie gesagt, gut, Stoßstange ist jetzt nicht gebrochen oder so. Nee, nee. Genau, nimm mal den Schlüssel, den du rechts in der Hand hast, zum Starten, weil den habe ich in der letzten Zeit immer genommen. Na gut, hat 300 gelaufen, ne? Ja, Alcantara, aber alles heile, ne? Ja. Irgendwie will er nicht, ich glaube, Batterie ist tot. Hau noch mal rein. Na, das kann wegen der ELV jetzt sein. Aber wenn er die ELV schmeißt. Er sagt Lenkungsverriegelung. Genau, gefällt. Das ist ja die ELV. Wenn er die Lenkungsverriegelung schmeißt, dann muss den Warnblinker anmachen, ins Wegfahrsperrensteuergerät gehen und das Ding auslesen. Laut der Werkstatt muss die Abdeckung raus. Dann sitzt hier hinten auf dem Holm sitzt ein Steuergerät drauf. Ja. Und das fuckt immer rum bei VW. Das muss man rausbauen und da gibt es einen Reparatursatz bei eBay oder überall. Es gibt auch so eine Firma in Hamburg. Für 20 Euro verkaufen die das. Und wenn man löten kann, dann kann man das da reinlöten. Dann muss man nicht zu VW, um das wieder kodieren zu lassen. Weil wenn du ein neues Steuergerät einbaust, musst du die Kacke wieder kodieren lassen. Und das kostet wieder richtig Asche. Ja. Und da ich da keinen Plan von habe, habe ich das natürlich nicht gemacht, weil... ich und Schrauben, das lasse ich. Aber jetzt geht er ja nicht an, ne? Oder müssen wir ihn erst auslesen? Du musst auf jeden Fall einmal den Fehler löschen von der ELV, ja. Aber müssen wir löschen, ja. Einmal kurz den Fehler löschen, ja. Da ist er. Ist die Freude groß? Gucken wir mal, erstmal fahren, Digga. Erstmal fahren. Holzlenker, Digga, das brauche ich gleich mal in der S-Klasse ein, Alter. Man muss sich am Ende ja irgendwo entscheiden und dementsprechend haben wir jetzt ein neues Tauschobjekt, das ist der Passat und der hat auch wieder ein paar Fehler, aber ich glaube, das wird sich in Grenzen halten. Das ist auch ganz okay. Könnte doch gleich sein, ne? Ja, sag ich ja. Ja. Hört sich nur komisch an. Gut. Du bist der Experte. Ja, gucken wir, das muss ich mir in Ruhe angucken. Ja. Ja, dieses Klappern im Motorraum bei dem Passat ist natürlich... Ich glaube, es ist nichts Großes. Wissen tue ich es nicht, aber ich glaube, es ist nichts Großes, weil es war immer nur ab und zu da. So, dafür lief er zu rund. Also er lief zu rund dafür, dass es irgendwas Fettes ist. Glaube ich nicht, auf jeden Fall. Dementsprechend glaube ich, dass es ein vernünftiger Tausch ist.